Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir müssen hier jetzt rein. Was? Wollte schon. Hier müssten, glaube ich. Was war das jetzt? Okay. Ein Erdbeben. Ich sehe auch nichts. Finde ich super. Riesenrad. Da ist noch eins. Okay. Die habe ich erstmal gar nicht gesehen, aber. Ich sehe auch gar nichts gerade. Hier muss ich jetzt Saturas finden. Kann ich da mehr sehen? Da ist schon eine Riesenratte. Und noch eine. Sind auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ihn finde. Hier werden wir aber auch später noch mal ein bisschen erkunden. Da sehe ich noch mal ein paar. Okay, nur Riesenratten. Normale Goblins oder Knochengoblins? Skelettgoblins. Ich speichere mal. Dafür mache ich jetzt einen Speicherstand 5. Ich habe so ein Gefühl, gegen die komme ich noch nicht an. Ah, ich komme schon gegen die an. Okay, nice. Ich habe gedacht, ich komme gegen die nicht an. Ich dachte, ich wäre zu schwach für die. Ich habe aber auch schon viel Leben verloren. Da haben wir Saturas. Sind hier aber noch irgendwelche Viecher? Ich gehe von aus, dass er Saturas ist. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber Saturas, sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich! Du Mistkerl! Was? Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ich? Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Es war notwendig. Euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Tut mir leid, ich wusste nicht, was ich tat. Es war notwendig. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Nö, das war was. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen?
Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Was machst du hier unten? Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Okay. Und was machst du hier unten? Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Lares! Ich bring ihn um! Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Ja, da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Okay, und auch eine kleine Info an euch. Ich muss diese eine Szene, die Steinlichter? Alte Münze? Diese eine Szene, muss, die vorhin abgespielt war, muss ich im Nachhinein noch rein editieren. Da hier beim Aufnehmen es quasi ein Schwarzbild gab. Ist hier noch irgendjemand? In welchem Teil des Gewölbes muss ich ihn jetzt suchen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde super, dass Satoras mich immer noch so gut leiden kann. Ich finde es aber selber auch schade, dass ich vergessen hatte, wer er war. Warum musst du... Okay, ich bin hier jetzt aus Versehen runter. Was ist denn das? Alte Steintafel. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich höre hier was. Du musst das ja besser wissen. Warum schaue ich keiner auf mich? Kronos und Medaille. Ja, die kenne ich noch. Kronos, moin. Kann ich kurz stören? Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Und was machst du hier? Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen. Und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen. Und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände? Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, ja, was du brauchst. Ja, am besten gute Rüstung. Schwefel.
Dann hier Laborwasserflasche, aber okay, der hat nichts, was ich gebrauchen könnte. Aktuell zumindest. Medallion. Bei der Arbeit? Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Und was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Ja, das Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über die Erdbeben? Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinnis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Wo ist dieser Teleporterstein? Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel, ich will mir das Ding ansehen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Rostiger Schlüssel halten. Wo sind die anderen Teleportsteine? Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinnis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Okay, also hier noch nicht. So, jetzt musste ich aber hier jemanden finden. Boah, warte mal, ich nutze wieder mal die Fackel. Fackeln, da. Dann sehe ich wieder ein bisschen mehr was. Hier ist nichts, was die mitnehmen können. Runentisch. Womit denn? Ein Bett. Okay, hier sind Betten. Ich finde schade, dass hier jetzt gerade keine Musik läuft. Nefarius. Hey, du. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Okay, weißt du schon, wie man es aktiviert? Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen.
Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Ja, da glaube ich auch. Wegen der fehlenden Ornamente? Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es 4. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Okay. Wen musste ich jetzt nochmal zu Ding schicken? Hier, Yuxi. Hey! Den kenne ich noch gar nicht. Alles klar? Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Abauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Sprache der Bauern lernen, kosten 5 Lernpunkte. Okay, komm, mach mal. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Das kostet 10 Lernpunkte. Ich glaube, die habe ich nicht, oder? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay. Bei Myxi kann ich das lernen. Dann kann ich dich hier wahrscheinlich lesen. Verbessert Treffen mit Bogen. Das kann ich nicht lesen. Ah, okay. Dann Steintafel des Armbrustschützen. Das kann ich nicht lesen. Geschicklichkeit plus 2, nice. Okay. Oh, nice. Kann ich nochmal? Boah, geil. Ich muss mir diese Steintafeln finden. Das kann ich nicht lesen. Okay. Mana plus 2 nochmal. Das kann ich nicht lesen. Das auch nicht. Das kann ich nicht lesen. Nice. Okay, und das hier nochmal. Nice, okay. Wir müssen lesen lernen.
meine Fackel. Gibt es hier noch mehr, was ich einsammeln kann? Vielleicht finde ich noch eine Steintafel. Irgendwen muss ich ja noch finden. Für Saturas. Steinwächter. Hat auch noch eine alte Münze. Hier gibt es uns aber nichts mehr, ne? Okay, gehen wir mal weiter. Medarion? War er? Warte mal, wen muss ich finden? Das Portal, die Teleportsteine, ja. Riordian, den muss ich finden. Wo ist er denn? Wieder Kronos? War hier nicht noch irgendwie vielleicht eine Tür oder so? Ist das die Tür? Das ist die Tür. So weit entfernt. Ah, das ist dieser Teleportstein. Da geht's ja auch noch weiter. Ist aber verschlossen. Aber den Oh, Truhe. Zu weit entfernt? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ah, Schlossknacken, nein. Muss ich auch noch lernen. Bei wem konnte ich Schlösserknacken lernen? Und wo ist Riordian? Riordian kennen wir ja auch noch. Da ist hey, er. Hey, du. Was machst du da? Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Mhm. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnes? Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnes? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Okay, der hat aber jetzt... Schön, dass er da jetzt am Springen ist. Aber der hatte jetzt keinen Groll gegen mich. Wegen damals. Ich hoffe mir immer, dass da irgendwo Steintafeln rumliegen. So, hier, Saturas, hey, ich habe gefunden. Ich soll für Nefarius die verlorenen Teile des Ornaments finden. Was? Das ist ja unglaublich. Du steckst schon wieder mit drin? Keine ja. Angst, ich bringe die Dinger schon her. Weißt du wenigstens, wo du suchen musst? Nefarius hat mir diese Karte gegeben. Zeig her. Im großen Wald ist es ziemlich gefährlich. Du solltest nicht alleine gehen. Such dir in Korinnes jemanden, der dich begleitet. Ich will nicht, dass du von Monstern gefressen wirst. Und das Ornament mit dir. Hier hast du deine Karte wieder. Was sind das für seltsame Erdbeben? Das ist eins der Rätsel, die ich versuche zu lösen. Das Gefüge der Magie wird irgendwo hinter diesen Bergen gestört. Ganz offensichtlich versucht da jemand mit aller Gewalt einen mächtigen Zauber zu brechen. Ich fürchte, es dauert nicht lange, bis die ganze Insel von diesem Beben heimgesucht wird. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. Okay, dann nicht.
Der traut mir einfach noch nicht. Sein Vertrauen müssen wir uns erstmal wieder verdienen. Aber ich will hier jetzt auch langsam wieder raus. Ich habe so das Gefühl, dass es auch von einem der DLCs, gehe ich mal von aus, sind das, eine Questlinie. Oder eine zweite Hauptquest. Oh, meine Fackel ist leer. Okay, hier geht es nicht weiter. Wo ging es nochmal eigentlich raus? Dann würde ich eigentlich tatsächlich lieber erst einmal das an... Okay. Achso, von untoten Goblins, die hier rumlief, ne? Ist hier noch irgendwo eins? Es waren ja vier. Es waren vier untote Goblins. Ich muss doch irgendwo noch einer rumliegen, oder nicht? Ah, und hier ist das andere Ding. Okay. Okay. Und noch ein... Okay, das fand ich jetzt super, dass der auch noch mal eine Steintafel hatte. Kann ich die auch lesen? Hier. Ja! Die kann ich lesen. Ah, hier geht's raus. Und es ist wahrscheinlich... Ja, es ist Nacht. Natürlich muss das jetzt Nacht sein. Wo kommt die denn her? Da leuchtet was. Nichts zu plündern. Der hat aber was. Und noch eine Steintafel. Okay. Fackel wieder aufheben. Ah, jetzt fängt die Musik auch wieder an. Komm. So, nehmen wir alles mit. Jetzt will ich hier aber wieder gehen. Ich will wieder zurück nach Putines. Jo, das ist der Weg. Ich will zurück. Wir haben hier... Ah, okay, die sind wieder da. Das finde ich super, dass sie wieder da sind. Das heißt, wir können wieder Punkte sammeln. Ich würde jetzt... Ah, hier, der ist, da ist der Weg. Das heißt, wir können wieder Erfahrung sammeln. Da haben sich einige Gegner wieder resettet. Ich hoffe dann aber auch, die NPCs, die wir in der im Minental brauchen, haben sich auch wieder resettet. Dass wir dann da... Achso, Riesenrachen. Da ist nichts zu holen. Stimmt, wir hatten vergessen, das Fleisch von denen zu holen. Verdammt. Wir haben jetzt... Wie viel Schinken haben wir? Gebratenes Fleisch. Rohes Fleisch. Wurst. Wir haben kein Schinken. Wir haben aber 5 Wein immerhin. Wir brauchen noch weitere 5 Wein. Damit wir mit dem anderen Güter handeln können. Wie viel Gold haben wir? 907. War jetzt auch sehr viel Story gerade. Ah! Der ist auch wieder da. Pflanze.
Aber ich würde sagen, hier machen wir eigentlich in der nächsten Folge weiter. Wieder zurück nach Kurinus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.